Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit begrüße ich Sie ganz herzlich hier im Max-Bense-Forum der Stadtbibliothek Stuttgart. Es freut mich, dass Sie so zahlreich heute Abend erschienen sind zu unserer Kooperationsveranstaltung mit dem Titel Freiheitsbeschränkung, Selbstzensur, Korruption, Fragezeichen, Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei als Herausforderung für Europa. Ein Thema, wie es aktueller kaum sein könnte. Sie alle haben in den Medien die jüngsten Entwicklungen in der Türkei verfolgt, die natürlich Anlass zur Besorgnis geben. Als wir über diese Termine gesprochen haben, war uns natürlich nicht klar, dass sich die Dinge so rapide zuspitzen, wie es leider geschehen ist. Aber es wird natürlich deutlich, dass wir einem politisch brisanten und hochaktuellen Thema hier auf der Spur sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zu diesem Zweck in Kooperation mit unserem Regionalbüro in Istanbul einen Journalisten hier heute begrüßen können, der auch unmittelbar von der Thematik der Medienfreiheit bzw. deren Einschränkung in der Türkei betroffen ist und der dazu ein Buch verfasst hat, das natürlich Anlass zu dieser Veranstaltung war und auch im Zentrum der heutigen Veranstaltung und Diskussion stehen soll. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Herrn Yavuz Baydar. Er ist hier vorn eingerahmt von unserer Dolmetscherin und meinem Kollegen Hans-Georg Fleck, der eben das genannte Büro in Istanbul für die Friedrich-Naumann-Stiftung leitet und diese Veranstaltungsreihe, die morgen in Bonn und am Mittwoch in Berlin fortgesetzt wird, organisiert hat. An dieser Stelle auch ihm und seinen Kollegen vielen herzlichen Dank. Ebenso herzlich begrüße ich hier vorne auf dem Podium Frau Veronika Hartmann. Sie ist freie Journalistin und Übersetzerin und arbeitet eng mit Herrn Baydar zusammen und insbesondere hat sie das Buch von Herrn Baydar übersetzt. Bevor ich jetzt Yavuz Baydar das Wort erteile, möchte ich noch einige wenige Worte zu seiner Vorstellung sagen. Yavuz Baydar ist ein sehr angesehener und bekannter Journalist der Türkei. Er hat viele Jahre in der Redaktion der konservativ-liberalen Tageszeitung, früher zumindest konservativ-liberalen Tageszeitung Sabah gearbeitet und war dort als Ombudsmann der Zeitung tätig, eine Institution, die es in wenigen türkischen Zeitungen gibt. Diese Zeitung ist inzwischen wesentlich ein Regierungsorgan geworden. Das hat sich verändert und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass in diesem Veränderungsprozess Yavuz Baydar nicht mehr bei Sabah tätig ist. Er ist als Kolumnist in vielen verschiedenen türkischen Zeitungen tätig und tätig gewesen und man sollte nicht vergessen zu erwähnen, dass er im Jahr 2014 den renommierten Europäischen Pressepreis gewonnen hat. Und in diesem selben Jahr wurden ausgezeichnet als Zeitungen der Spiegel und der britische Guardian und als Journalist ad personam ausgezeichnet wurde Yavuz Baydar für seine journalistische Arbeit in der Türkei und auch in Publikationsorganen außerhalb der Türkei. Bu trajik leşen öykünün en trajik parçalarından bir tanesi medyanın hikayesi. Die Mediengeschichte ist eine Tragik in der Türkei. Hep birlikte biz içeriden ve gazeteciliği yakından takip eden meslektaşlarımız ve uluslararası gözlemciler dışarıdan bir sektörün felç edilişini ve bir mesleğin yok edilişini izliyoruz ve buna tanık oluyoruz. Alle Journalisten und alle die dort sind, wir beobachten alle, wie ein Beruf zu Ende fertig gemacht wird, lahmgelegt wird.
Türkiye'nin 2000'lerin başında umut vermeye başlayan çökmüş olan bir sistemin aslında çok korrupt olan bir sistemin çıkışı olarak görülen 2000'lerin başındaki öyküsünün en önemli kilit noktalarından bir tanesi medyanın özgürleşmesi idi. Anfang des Jahres 2000 war das Wichtigste die Freiheit der Medien für uns und es war eine Hoffnung für uns. Bunun yanı sıra diğer önemli unsur yine bu hikaye eğer umutla ve başarıyla sonuçlanacaksa yani demokratikleşme olacaksa yargının da bağımsızlaşması ve geçmişin karanlık yönlerini yüzleşerek geçmişle adalet dolu bir sonuca ulaştırma becerisini kazanmasıydı. Es war auch ein Ziel, dass die Gerichte unabhängig werden, dass alles erfolgreicher wird und es war unsere Hoffnung. Son 4 yıl 4-5 yıldır her iki temel yani 3. ve 4. kuvvetin giderek imha edilmekte olduğu bir sürece girdik. Die letzten 3-4 Jahre sind wir dazu gekommen, dass die dritte und vierte Gewalt immer weniger etwas zu sagen hat. Ben tabii gazeteci olarak sadece benim sektörüm ve mesleğimle ilgili olan bu hikayenin giderek kötüleşen kısmıyla ilgiliyim. Ich als Journalist kann aber nur meinen Teil der Geschichte erzählen, die immer schlechter wurde. Yani dördüncü kuvvetin tamamen kuvvet niteliğini yitirmesiyle ilgili. Die vierte Gewalt hat komplett ihre Gewalt verloren. Türkiye'de medyanın öyküsü sadece devlet baskısıyla kaç tane gazetecinin hapse atılmasıyla ilgili ve sınırlı değildir. Die Geschichte der türkischen Medien ist nicht nur begrenzt mit den inhaftierten Journalisten in der Türkei. Türkiye'nin hikayesinin anlatılması ve anlaşılmasında medyanın esas sorunu kendi içindeki otosansürün bir kalıcı kültüre dönüşmesiyle ilgiliydi Türkiye'de. Das Hauptproblem in der Türkei der Journalisten ist, dass die Selbstzensur sich zu einer Kultur für die Journalisten in der Türkei entwickelt hat. Sansürün bir yolu elbette gazetecileri hapse atmak veya mahkemelere göndermek. Und die Zensur, diese wurde den Journalisten vorgeschrieben und auch an die Gerichte weitergeleitet. Ama iktidarların ve onların işbirlikçisi olan güçlü medya patronlarının beslediği kültür giderek Türkiye'de bir otosansür mekanizmasının yaygınlaşması oldu. Und durch die Medienbosse und die Regierung entwickelte sich die Selbstzensur immer mehr zu einer Kultur. Otosansür demek zaten gazetecinin kendi kendisini hapsetmesi demek. Selbstzensur bedeutet für die Journalisten, dass sie sich selber einsperren. Tabii ki 2011'e kadar şöyle söyleyelim. 2002 iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 ile 2008 arasında gerçekten Avrupa Birliği sürecinin desteğiyle die AKP von 2002, die an die Regierung kam bis 2008 mit Hilfe der Europäischen Gemeinschaft medya görülmemiş bir serbesti yaşamıştı. Hat die Presse in der Türkei so eine Freiheit genossen, die sie noch nie zuvor hatte. Bu Avrupa Birliği reform sürecinin de doğal bir uzant parçasıydı. Und es war auch ein Teil der europäischen Reform. Ve gerekliydi. Und es war erforderlich. 2008'den sonra bozulma yavaş yavaş kendisini gösterdi. Nach 2008 hat sich das verschlechtert und es hat sich so langsam gezeigt. Ama çok netlik kazanmadı. Geçici zannedildi. Aber es war nicht ganz offen. Man hat gedacht, es geht vorbei. Çünkü hala bazı demokrasi dışı güçler bu reform sürecini tehdit ediyordu. Weil Kräfte da waren, die da nicht zu der Reform gehört haben, diese bedroht haben. Ama 2011'den itibaren resim hızla değişmeye başladı. Aber nach 2011 hat sich das Bild sehr schnell verändert. 2011 seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi çok yüksek bir 49 zannediyorum yanılmıyorsam. 2011 hatte die AKP eine sehr hohe Wahlquote, ich glaube 49%. Kazanınca büyük bir kibir dalgası kapladı partinin Und als sie gewonnen haben, tepesini. Hat die Spitze der Partei ein ziemlicher Stolz umfasst. Erdoğan bir yandan partinin
tepesindeki reformist bazı figürleri tasfiye etmeye başladı. Und Erdogan hat die Reformisten an der Spitze so langsam von sich getrennt. Ve ilk otoriterleşme sinyalleri gelmeye. Und die erste Autoritätssignale kamen schon. So, jetzt darf ich kurz Veronika Hartmann das Wort geben, um vielleicht aus der Sicht einer in Istanbul seit Jahren tätigen deutschen Journalistin etwas zu sagen zur Entwicklung der Medienszene in der Türkei. Veronika. Natürlich, die deutschen Medienvertreter sind mit ganz anderen Problemen konfrontiert als unsere türkischen Kollegen. Zumindest bisher ist keiner von uns im Knast gelandet. Dennoch, ich bin seit über 15 Jahren in der Türkei, merke ich, wie sich das Klima auch jetzt verändert. Sie haben sicherlich auch gehört, dass ein Kollege mittlerweile das Land verlassen musste, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung mehr bekommen hat. Es gibt noch andere Kollegen, bei denen das auch noch nicht ganz sicher ist, ob sie bleiben können oder gehen müssen. Das ist, wenn man sich recht bedenkt, ein enormer Eingriff auch in die Pressefreiheit in Deutschland oder in Großbritannien oder für wen auch immer diese Menschen schreiben, weil sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Sie haben nur ihren Job ausgeübt. Unter uns freien Journalisten ist die Situation noch ein bisschen anders. Es ist immer diese Angst mit der Akkreditierung, kriegt man sie nicht. Und diese Verunsicherung, was kann ich schreiben und was nicht. Und also ich merke es bei mir und auch wenn ich mit anderen freien Kollegen spreche, dass wir die Selbstzensur der türkischen Kollegen auch übernommen haben. Also wir setzen uns hin, schreiben, kochen einen Kaffee, trinken ihn und dann gehen wir mit den Rotschriften durch. Wir natürlich auch als Freie nicht die diese Sicherheit haben, naja, die fliegen uns dann schon raus. Wir müssen es dann alleine rausschaffen oder eben mit Hilfe des türkischen Staates, was nicht besser ist in dem Fall. Also deswegen, ich kenne viele Kollegen, die freiwillig gehen, solange sie noch können. Also momentan leeren sich die ausländischen Journalistenbüros, was ich sehr traurig finde. Viele andere Kollegen, die aus familiären Gründen oder privaten Gründen nicht gehen können oder wollen, suchen sich Alternativen, dass sie sagen, naja, ich habe eine Kamera, ich könnte jetzt auch in die Werbung gehen oder Internetplattformen aufziehen oder sowas, was auch einfach ähnlich ist, parallel zu den türkischen Kollegen. Vielen Dank an das Podium, das Ihnen, hoffe ich, Rede und Antwort gestanden hat. Vielen Dank und einen guten Heimweg.